In North Carolina gab es ebenfalls ungewöhnliche Strandungen von Walen. Vorangegangen waren militärische Manöver. Hier verendeten Pilotwale. Damals gab die Regierung eine Untersuchung in Auftrag. Sie verlief im Sand. In den USA wird die Meeresbiologie zum großen Teil vom Militär finanziert. Können da wirklich unabhängige Untersuchungen stattfinden? Antonella fliegt nach Hawaii. Sie will hier einen Mann mit ihrem Verdacht konfrontieren, der eigentlich alle ihre Fragen beantworten können müsste. Er ist Direktor für Meeressäugerforschung beim Office of Naval Research der amerikanischen Navy. Hawaii ist nicht nur bei Touristen beliebt. Auch das amerikanische Militär genießt das Klima. Obwohl hier ebenfalls U-Boot-Jagden stattfinden, gab es nach offiziellen Angaben nie Walstrandungen. Abseits vom Touristenstrom liegt die Kaneohe Marine Base. Ein Stützpunkt der US-Pazifikflotte. Mitten in einem der artenreichsten Meeresgebiete findet hier im zweijährigen Rhythmus das größte Seemanöver der USA statt. Etliche Fregatten, Dutzende U-Boote und mehrere Flugzeugträger durchpflügen dann diese Gewässer. Im Einsatz ist natürlich auch Sonar. Diese Amateuraufnahmen zeigen, wie Breitschnabeldelfine plötzlich direkt vor den Stränden auftauchen. Für gewöhnlich ist ihr Lebensraum die Tiefsee, 20 Meilen vor der Küste. Offenbar hat Sonarschall ihren Lebensraum durchkreuzt. Hunderte der sonst so scheuen Tiere suchen in der flachen Bucht von Hanalei Schutz. 2 Tage lang schwimmen sie dicht gedrängt und halten ihre Köpfe über Wasser. Den Einheimischen gelingt es schließlich, die Gruppe aus der Bucht zu leiten. Ob die Tiere überlebten? Die Videoaufnahmen zeigen, welches Schicksal orientierungslose Wale in tropischen Gewässern oft erwartet. Ihre Körper werden nie gezählt. Sie tauchen in keiner Statistik mehr auf. Auch in diesem Fall bestritt die Navy einen Zusammenhang mit ihren Manövern. Ihre Wissenschaftler verwiesen sogar auf den Vollmond. Nur 150 Jahre lang wurde niemals Vergleichbares in der Bucht beobachtet, auch nicht bei Vollmond. Ich bin in Waikiki, wo eine Konferenz zum Lärm in den Ozeanen stattfindet. Und ich habe Glück. Der wichtigste Mann der US-Walforschung hat sich bereit erklärt, mich am Rand der Konferenz zu treffen. Bob Gissener ist Direktor des Marine Mammal Research Program der Forschungsbehörde der Navy. Seine Behörde entscheidet über die Vergabe von 60% aller Gelder, die in den USA für Meeresforschung ausgegeben werden. Gissener erzählt von einer groß angelegten Computersimulation, die das Verhalten der Wale erkunden soll und ihre Reaktion auf Lärm im Wasser. Wir nehmen die neuesten Erkenntnisse aus allen Bereichen und vereinen all diese Daten dann in einem Computermodell. Simuliert wird ein Geräuschfeld, aber auch die Bewegungen der Wale in diesem Feld. So kann man Anhaltspunkte für die Auswirkungen bestimmter Geräusche finden. Das Programm beschäftigt sich letztlich auch mit den von der Marine verursachten Risiken für Wale. Die Frage nach dem Sonarproblem drängt sich auf. Doch auch nach seinem Telefonat lehnt Bob es ab, darüber zu sprechen. Er könne nicht über Angelegenheiten der Navy reden. Das Gespräch ist beendet. Antonella weiß, dass ein gewaltiger Teil aller Forschungsbudgets für die Meeresbiologie von der Navy kommt. Viele Universitäten sind davon abhängig. Sie können nicht unabhängig urteilen, auch wenn das behauptet wird. Doch es gibt auch offensive Kritiker der Navy in den USA. In der Nähe von Los Angeles kümmert sich eine große Umweltorganisation erfolgreich auch um den Schutz der Wale. Antonella ist mit Joel Reynolds verabredet. Der Anwalt verklagte die Navy, weil die Sonareinsätze selbst nach US-Gesetzen bedenklich sind. Doch wenn es um die nationale Verteidigung geht, ist der Artenschutz schnell vergessen. Sind juristische Schritte dennoch möglich?
Joel Reynolds zeigt Antonella Material, das er 2005 bereits erfolgreich gegen die Navy nutzen konnte. Die Frage ist doch nicht mehr, ob Sonar Probleme macht, sondern nur noch wie. Die Forscher glauben, dass wir nur die Spitze des Eisbergs sehen. Auch der Jurist betont, dass schon lange bevor dies an die Öffentlichkeit drang, immer wieder Strandungen verschiedenster Arten nach Manövern beobachtet wurden. Die Schwierigkeit ist, dass die USA internationale Regeln schlicht ablehnen. Das Ganze ist ein großes Problem, weil das Mittelfrequenzsonar das bevorzugte System der US Navy zur U-Boot-Aufspürung ist. Und es ist nicht nur hier beliebt, sondern auch in anderen Ländern. Dabei ist es eine Lärmverschmutzung, die alle nationalen Grenzen ignoriert. Stellen Sie sich einen Tag in der Stadt vor, an dem der Straßenlärm plötzlich von einem Schall übertönt wird, der so laut ist, dass er uns jede Orientierung raubt und uns so lähmt, dass wir nicht mehr funktionieren können. Das ist eine Art der Verschmutzung, die vom Seerechtsübereinkommen der UNO geregelt werden müsste. Trotz dieser Beweise kann mir auch der Jurist letztlich kein sicheres Erfolgsrezept liefern. Müssten mehrere Länder die Initiative in der UNO ergreifen? Und die Umweltorganisationen? Sie bemühen sich. Fehlt ihnen der Rückhalt der Öffentlichkeit, die noch nicht genug weiß? Ich kann die ganze Sache nicht einfach so auf sich beruhen lassen. Mein nächstes Ziel ist deshalb Brüssel, die Hauptstadt Europas. Auch die Politiker müssen dafür sorgen, dass sich die Militärs ihrer Verantwortung stellen. Ein Termin im NATO-Hauptquartier in Brüssel wird Antonella verwehrt. Das Argument: Geheimsache. Nach Antonellas Recherche soll es außerhalb der NATO gerade mal 300 U-Boote geben. Sie abzuwehren soll wichtiger sein als der Schutz der Meeressäuger? Sie will zu Karl-Heinz Florenz. Der CDU-Politiker betreute eine Petition im EU-Parlament. Sie forderte, die Sonarübungen so lange zu unterbinden, bis alle Risiken für die Wale bekannt und erforscht seien. Die Petition blieb folgenlos. Heute will Antonella dem Politiker die Ergebnisse ihrer Forschungsreise präsentieren. Für Florenz ist hier vieles neu. Trotzdem bleibt er Realist. Wir können in Europa nicht beschließen, dass die Verteidigungsmächte in Indien, in China, in USA, die Navy, dass sie morgen die Sonarapparate ausschalten. Und dann müssen wir ihnen nicht unbedingt vorschlagen, wie sie es machen sollen, aber dass sie es machen sollen, dass sie das Ziel erreichen. Denn erstaunlicherweise ist bei der Klimawandel die Eisbären auf einmal der auslösende Faktor in den Vereinigten Staaten, das, was am Klimawandel getan werden kann. Und deswegen ist es auch richtig, dass Sie dieses Thema aufgreifen. Wenn die Bürger das verstehen, dann werden sie Druck von unten machen. Natürlich sind sich bei diesem Thema nicht alle Wissenschaftler einig. Aber das ist doch fast immer so. Trotzdem muss das Ganze öffentlich gemacht werden. Sonst wird sich zwischen den Parlamenten und Armeen dieser Welt nichts bewegen. Wir brauchen eine Homepage. Sounds of the Seas. Warum stranden Wale? Die gesamte Recherche in allen Details. Wale gehören keiner Nation. Sie können fühlen und sie brauchen unsere Hilfe. Für mich ist erwiesen, dass Sonarschall bei den Walen Panik auslöst, Knochen und Gewebe vibrieren lässt und dann Gase und Fette löst. Das führt zu inneren Blutungen, die so schwer sind, dass die Tiere verenden. Ab jetzt liegt es an allen. Was machen meine Lieblinge? Sind sie noch da? Als ob sie mit ihren Rufen eine Hymne an Poseidon singen. Wie kraftvoll, welch begabte Geister. Was sie einander wohl für Geschichten erzählen. Für Antonella haben die Recherchen gezeigt, nicht der Vollmond und nicht unbekannte Viren treiben die Wale in großen Gruppen in den Tod. Es ist eine militärische Technologie, von Menschen gemacht. Und nur Menschen können die Wale vor dieser Gefahr schützen.